Jetzt sieht das System des Notarzteinsatzfahrzeuges im Vergleich zum Notarztwagensystem vor, dass der Notarzt, ebenfalls vom Landesklinikum bei uns hier in Waidhofen, mit eben nur einem Notfallsanitäter, mit einem kleinen, kompakten Fahrzeug, mit dem gesamten medizinischen Equipment, das vorher in diesem Fahrzeug installiert war, zum Notfallort fährt, eben den Patienten entsprechend aufsucht. Die medizinische Versorgung kann genauso mit derselben Technik erfolgen, wie es vorher mit dem Notarztwagen war. Wir sehen hier im Kofferraum des Fahrzeugs das gesamte medizinische Equipment installiert. Es wird hier geladen, wird hier entsprechend einsatzbereit stand beigehalten und somit hat der Notarzt und der Notfallsanitäter vor Ort die Möglichkeit, entsprechend notfallmedizinisch zu agieren. Wenn jetzt das Notfallteam vor Ort den Patienten versorgt hat und es geht darum, den Patienten jetzt ins entsprechende Klinikum zu transportieren, es geht natürlich mit diesem kleinen Fahrzeug nicht, kommt parallel dazu ein solcher Rettungswagen, wie sie auch bisher schon bei uns und eigentlich in ganz Österreich, im ganzen Bundesgebiet im Einsatz sind, zum Einsatz. Dieses Fahrzeug übernimmt dann den Patiententransport. Kurz zusammengefasst, bisher ist ein Notarztwagen mit 3 Personen zum Notfallort gefahren, haben den Patienten versorgt und transportiert. Jetzt kommen 2 Fahrzeuge. Diese beiden Fahrzeuge treffen sich sozusagen am Notfallort. Notfallteam übernimmt die medizinische Versorgung, Rettungswagen übernimmt, wenn erforderlich, den Transport. Der große Vorteil jetzt in diesem System ist natürlich aufgrund dieser Einsatztaktik, ist es nicht notwendig, dass der Notarzt den Patienten mit ins Krankenhaus begleitet, dann kann die Rettungswagenmannschaft mit dem Rettungsfahrzeug den Transport des Patienten ohne Arztbegleitung durchführen und das Notarztteam ist sofort wieder einsatzbereit, um eventuell zu einem Folgeeinsatz, zum nächsten Einsatz fahren zu können. Ist es jedoch jetzt notwendig, dass der Notarzt den Patient begleitet ins Krankenhaus, besteht die Möglichkeit, all die medizinischen Geräte, zum Beispiel den Überwachungsmonitor, der sämtliche Parameter, Vitalparameter des Patienten darstellt, in diesem Rettungsfahrzeug zu montieren, entsprechend zu verbringen. Und somit hat der Notarzt bei der Patientenbegleitung auch hier wieder die Möglichkeit, die entsprechenden Überwachungen und auch medizinischen Eingriffe natürlich durchzuführen.